Herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ja, und da müssen wir leider eine Leiche sehen. Da ich aber nicht weiß, ob man uns erwischt, wenn wir jetzt hier klauen, während jemand drin ist, mache ich das im Vorfeld. Das Dekorwachs nehme ich doch gerne. Was habt ihr heute alle mit euren blöden Dietrichen, Leute? Eine seltsame Aura umgibt die Leiche des Silvanas. Sein Körper fühlt sich warm an. Ein leichter Schwefelgeruch durchdringt den Raum. Es wird Zeit, dass ihr geht. Ich. Nein! Nein! Ihr habt ihn so gefunden? Was habt ihr gesehen? Antwortet mir! Er war tot, als ich eintraf. Dann wisst ihr nichts. Diese elende Insel soll tausendmal verflucht sein. Sie haben meinen Geliebten geholt. Wer würde ihn tot sehen wollen? Niemand, der den Morgen noch erleben wird. Ich bin der Bolzen, der nie sein Ziel verfehlt. Wenn ich losschnelle, hält mich nichts auf, bis ich das Auge meiner Beute durchbohrt habe. Harani kennt ihre eigene Stadt. Wenn sie euch nicht sagen will, wer das getan hat, werde ich ihr den Schwanz kürzen, bis sie es tut. Nun geht! Geht! Okay, sie ist ein bisschen aggro. Was man natürlich verstehen kann. Dann gehen wir wieder zur Bank. Zumindest ist es ein Banksymbol, obwohl es irgendwie gar nicht so nach Bank aussieht. Nicht schon wieder. Bitte. Dieser versteht, was der Silvanar möchte. Aber dieser hat es euch schon gesagt. Wir können ihm nicht unser Exemplar des Abkommens geben. Der Silvanar ist tot. Tot? Aber er war doch gerade erst hier. Was ist geschehen? Die grüne Dame vermutet einen Mord. Wie schrecklich. Wer würde so einer friedlichen Kreatur etwas antun? Ich hatte gehofft, dass ihr mir das sagen könnt. Meine Wachen haben nichts gesehen. Wir haben die Wachen zur Sicherheit verdoppelt. Ich kann es nicht dulden, dass der Silvanar in meiner Stadt ermordet wurde. Ich werde den Hafen schließen, wenn es sein muss. Niemand setzt Segel, bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Könnte ich helfen? Natürlich. Ich erkläre euch hiermit zur Vertreterin der Wache von Mistral. Keine Tür soll euch verriegelt bleiben. Wo soll ich anfangen? Auf meinem Schreibtisch werdet ihr die neuesten Berichte der Wache von Mistral finden. Ihr dürft sie gerne auf Widersprüche durchsuchen, die zur Verhaftung des Mörders führen könnten. Der Silvanar Das ermordet? mache ich gerne. Diese verräterischen Khajiit haben sich mit den Maorma verbündet, um unseren edlen Gesandten zu töten. Wie könnt ihr es wagen? Genau, wie könnt ihr es Mögen die wagen? Göttlichen euch so beschützen, Wie kann ich es wagen, nicht dahin zu reiten? Ich werde meine eigenen Untersuchungen durchführen. So. Hier ist übrigens jetzt auch nochmal die Möglichkeit, dass man eventuell. Jetzt hätte ich fast eine Ulti gezogen. Nicht schlecht. Dass man eventuell nochmal was stiehlt. Na? Damit levelt ihr natürlich Lug und Trug, was später mal sehr wichtig sein wird. Oder zumindest, eigentlich sollte ich jetzt hier was anvisieren können. Ach, da war doch gerade was mit Verstecken. Oder zumindest ist es für euch besser, wenn ihr Lug und Trug gelevelt Hier. habt. Perfekt. Ein Ort so gut wie jeder andere. Wenn der Buchhalter nicht dumm ist, findet er ihn. So, ja, jetzt hatte ich leider einen kleinen Hustenanfall. Als ich allerdings auf die Aufnahme beendet hatte, ist dummerweise jetzt auch das Teil, was wir eingesammelt haben hier, verschwunden. Vielleicht trickst sich ein wenig, sodass ich das dementsprechend ja, auf Pause stelle. Nee, wo bin ich denn jetzt? Wo laufe ich denn hin? Sodass ich das dementsprechend auf Pause stelle Diese und nochmal Arbeit kurz endet hier. vorlese oder so. Muss ich da mal schauen.
Ich bin eindeutig zu schnell mit dem Reittier. Ich weiß schon gar nicht, wo ich bin. So, das müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen. Das könnt ihr euch natürlich gerne so als Kräuterrezept oder sowas holen. Die Arbeit fordert den Charakter. Es wird uns zwar oben auf der Minimap gerade nicht angezeigt, aber wir müssen hier hin. Verschwindet von meinem Schiff, bevor ich euch hinunterwerfe. Ich muss in den Laderaum. Und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmagd. Zu schade für uns beide. Und jetzt verschwindet von meinem Deck, bevor ich euch herunterbefördern muss. Ja, soweit ich mich erinnere, funktioniert das nicht. Ich arbeite für Harani, er werdet mich unter Deck lassen. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr seid eine Vertreterin der Wache? Dieselbe Wache, deren Autorität endet, wo mein Schiff anfängt? Aufs Dock oder ins Wasser? Eure Entscheidung! Man könnte jetzt lügen und dann könnte man eindringen. Ich weiß aber nicht, ob man dann die Sachen einfach so mitnehmen kann. Deswegen, vielleicht wird dies eure Meinung ändern. Nun, da lässt sich aber jemand herumscheuchen. 3 Minuten. Wenn meine Seeleute sehen, dass ihr eure Finger nicht bei euch behalten könnt, lasse ich euch Kiel holen. Ja, was natürlich Blödsinn ist, weil wir hier einfach alles klauen können, was wir mitnehmen können. Noch eine? Wir stehen jetzt neben ihm, klauen das und kriegen kein Kopfgeld. Das haben wir zumindest, wenn wir bezahlt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das normalerweise auch ist, wenn man sich nur reinschmuggelt. Wahrscheinlich nicht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was für mich immer sehr beliebt ist, die Sachen mitzunehmen, die hier herumhängen. So, Tomaten sind sowieso auch immer gut. Mais ist auch immer gut. Met, Honig. Ich nehme jetzt aktuell deswegen so viel mit, weil ich, das brauchen wir nicht, weil ich hier über den zweiten Account spiele und das Ganze aufnehme und dementsprechend noch nicht, das nehmen wir auch noch nicht so viel, ja, von dem ganzen Zeug da drin habe, also sprich von den ganzen Utensilien. Tremadolch, bringt der viel? Den lassen wir mal hier. Ich achte dann auch immer so ein bisschen darauf, was habe ich schon, was brauche ich noch. So, die Ratte nehmen wir natürlich einmal mit. Wenn auch nicht lebendig. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Hat die mich jetzt gerade erschrocken? Ich wollte gerade sagen, seit wann kriege ich jetzt hier... Dann kriege ich jetzt hier Kopfgeld. So, noch eine Ratte. Das nehmen wir auch mit. Jetzt schauen wir mal unter die Luke. Und bringen die Beweise zu Rasum dar. Und wenn wir jetzt hier auf C drücken, seht ihr, wir haben kein Kopfgeld, obwohl wir hier die ganze Zeit gestohlen haben. Das finde ich ziemlich cool. Funktioniert leider nur das eine Mal, wo wir in dieser Quest hier drin sind. Und ich meine sogar, dass es hier draußen... Doch, die sind grün. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier draußen auch funktioniert. Aber es kann auch sein, dass ich mal erwischt worden bin, weil ich dann nicht mehr in der Quest drin war und hier draußen gestohlen habe. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Rasum. Den Silvenar zu töten war närrisch. Die Leben der grünen Dame und des Silvenars waren verbunden. Sie hat nur wenig Zeit, ihn zu rächen, bevor sie ebenfalls sterben wird. Noch dazu ist die grüne Dame eine überaus gefährliche Kreatur. Aber da habt ihr auch wieder dieses Federn in eurem Gang. Was habt ihr erfahren? Nichts, was zum Mörder des Silvenars führen würde. Hier. Die Maorma planen etwas, aber was? Einen Augenblick. Der Apotheker hat Dedra-Blut in genau diesen Mengen verkauft? Das würde die seltsame Flüssigkeit erklären, die auf dem... Oh nein. Helle Monde, nein! Was stimmt nicht? Dies ist eine Probe der üblen Wolke, die den Leichnam des Silvenas umgab. Bringt sie zur grünen Dame. Sagt ihr, dass es ihren Geliebten getötet hat. Und was den Rest angeht, wird Harani sich anschauen, was ihr da gefunden habt.
Wir müssen uns sputen, als wäre uns Kenati selbst auf den Fersen. Okay, werde ich machen. Eigentlich müsste ich jetzt auf mein Reittier draufsteigen, weil ich mich ja sputen muss, aber egal. Der Mörder wird den Schmerz teilen, den der Tod meines Geliebten hervorgebracht hat. Hand an der Kehle! Ein Kuss für mein Handgelenk! Hand an der Lunge! Ein Kuss für meinen Arm! Greifen, zerren, reißen! Und ein letzter Kuss für das Herz des Mörders. Nun, was habt ihr herausgefunden? Dies ist das Gift, das ihn getötet hat. Kein Gift in ganz Tamriel konnte meinen Geliebten schaden. Aber dieser Geruch lag über seiner Leiche. Warum ist er auch hier draußen? Ich kann ihn sehen, wie er mitten ins Herz dieser verfluchten Stadt führt. Ich habe keinen besonderen Geruch bemerkt. Ihr seid ihm gegenüber blind. Da kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Folgt mir, wenn ihr könnt. Ja, und das werden wir jetzt auch tun. Hey. Beziehungsweise wir werden nicht der grünen Dame folgen, sondern wir werden dem Duft oder was auch immer hier folgen. Für Einheit, für das Dominion. Och ja, und wir bleiben hängen und können nicht hochlaufen. Habe meine Spuren verwischt. Könnt mich nicht gefunden haben. Sagt mir, wer den Sylvaner ermordet hat. Ich befolgte seine Befehle. Deldrisches Gift für den Waldelf und seine Gefährtin. Ich befolgte seine Befehle. Wessen Befehle? Ulondil. Er sagte, sie könnten versuchen, den Orkan aufzuhalten. Dass sie beseitigt werden müssten. Ich habe genug gehört. Ich seine auch. Befehle. Musste seinen Befehlen folgen. Schon gut. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Nein. Genau wie ich. Okay, die hat sie offenbar gerade umgebracht. Während ich an der Kochstelle war und nichts kochen wollte. So. Hallo, ich will reiten. Los. Ah, die umherziehende Gehilfin. Ich habe gerade Oberhaupt Harani von den Verbindungen ihres Kräuterkundigen mit den Hochelfen von Sommersend informiert. Sobald die Folter beginnt, werden wir herausfinden, warum das Dominion seinen eigenen Diplomaten umgebracht hat. Eure Assassine sagte, ihr hättet den Tod des Sylvanas befohlen. Mein was? Meint ihr vielleicht den Apotheker? Ich versichere euch, dass er zu keiner Zeit in meiner Anstellung stand. Eure Assassine hat Dedra-Blut vom Apotheker gekauft und den Sylvaner ermordet. Oh, gut gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die grüne Dämlichkeit und ihr trotteliger Gatte sind tot. Nun kann uns nichts mehr aufhalten. Die grüne Dame ist nicht tot. Ihr lügt. Sie muss tot sein. Sonst wäre sie gekommen, um mich zu holen. Sie kommt, um mich zu holen, oder? Ich bin ein rechtmäßig eingesetzter Botschafter des Volkes der Maomer. Diese Botschaft ist laut unserem Abkommen unantastbarer Boden. Der Orkan kommt. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Das ist Wahnsinn. In dieser Stadt gab es schon genug Tod. Es ist offenkundig, dass die Maoma Kenasis Rast verraten haben. Das rechtfertigt noch lange kein blindwütiges Gemetzel. Wir sind besser als unsere Feinde. Ihr müsst ihn festnehmen. Lasst nicht zu, dass die grüne Dame ihn erschlägt wie einen Hund. Wir müssen herausfinden, was die Maorme mit Kenatis Rast vorhaben. Ich werde ihm nachlaufen. Ich vertraue darauf, dass ihr tun werdet, was das Beste für mein Volk ist. Nun muss ich los und mich bei Vizevogt Peledil entschuldigen. Was immer das Dominion auch brauchen mag, wir werden es bereitstellen. Ja, man hat jetzt gleich wieder die Wahl, beziehungsweise bisher hatten wir ja, glaube ich, noch gar keine Wahl im Let's Play.
Aber gleich werden wir unsere erste oder vor unsere erste Wahl gestellt, ob wir ihn ja töten lassen wollen oder nicht. Das hier ist übrigens nochmal. Ups, jetzt habe ich den Dietrich mitgenommen, den ich nicht mitnehmen wollte. Das ist übrigens nochmal eine perfekte Gelegenheit, ein bisschen zu stehlen, weil nämlich hier jetzt gerade keiner ist, wie ihr seht. Achso, das Dekor wächst. Wie ihr seht, ist auch die junge Dame, die hier in der Ecke gewesen ist, nicht mehr da. Das kann ich jetzt leider gerade nicht nehmen, warum auch immer. So, das heißt, da ich leider die Sachen brauche auf dem Account, müsst ihr einen kleinen Moment lang warten, beziehungsweise, habe ich jetzt hier, doch hier hatte ich jetzt auch schon, beziehungsweise mitfiebern, ob ich etwas Gutes bekomme oder nicht. Hier kann man übrigens auch nochmal nachschauen, aber hier ist meistens alles offen, ja. Bewegung! Es sei denn, euch machen die Spritzer nichts aus. Was werdet ihr mit ihm machen? Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Keine Sorge, er wird nicht verhungern. An seinen Gliedern ist genug Fleisch, um ihn lange zu ernähren. Geht und richtet Harani aus, dass der Maorma tot ist. Überlasst mich meine Arbeit. Ja, und ich habe ja auch schon mal zu schnell weitergeklickt und habe ihn dann plötzlich ja, dem Tod übergeben. Sie guckt auch schon sehr grimmig. Nein, das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache. Genau, und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Ist dies das, was der Sylvaner wollen würde? Ihr wagt es, für meinen Sylvaner zu sprechen? Ich ziehe euch die Haut ab und peitsche euch damit zu Tode. Ich werde eure Zähne zu Staub zermalmen und euch damit ersticken, ihr... Oh, ihr habt recht. Verflucht sollen eure Knochen sein, aber ihr habt recht. Schafft ihn fort, ehe ich mich vergesse. Haltet sie von mir fern. Eigentlich würde ich sie lieber auf dich hetzen, Junge. Los, zack, ich komm mit. Wir vertrauen jetzt einfach mal darauf, dass er uns folgt. Und laufen ein bisschen schneller raus, zumal die Folge jetzt auch schon so lang gewesen ist. Aber wir können sie gleich abschließen. Wir haben Ulondil dank eurer schnellen Hilfe in Gewahrsam genommen. Kein Abkommen wird ihn vor wahrer Gerechtigkeit schützen. Die grüne Dame wollte Rache üben. Ich verstehe. Ich bin sicher, sie wird einen anderen Weg finden, um ihren Mann zu trauern. Ich habe Ulondil gefragt, was er mit dem Orkan meinte. Nach dem, was die grüne Dame ihm angetan hat, fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Aber was er gesagt hat, klingt gar nicht gut. Was hat er denn gesagt? Die Maorme haben Schiffe, die vor der Küste warten. Die Leute von Ulondil haben ihnen vor der Ankunft der grünen Dame Signale geschickt. Eine Art Invasionsstreitmacht. Mit Hilfe des Dominions können wir die Stadt vielleicht befestigen. Das allein könnte viele Leben retten. Seid ihr nun offiziell dem Dominion beigetreten? Ich habe vor wenigen Augenblicken einen neuen Vertrag unterzeichnet. Vizevogt Peledil hat mir versichert, dass das Dominion unsere kleine Insel beschützen wird. Das ist wahrlich ein Neuanfang für Kenartis Rast. Wir werden erblühen oder untergehen. Und zwar gemeinsam. Ja, und wir haben eine Brustpanzerung von der Rüstung des Auszubildenden bekommen. Hey, Lammtatze! Ich weiß, immer wollen sie alle irgendetwas von einem. Aber wir sind jetzt bei 40 Minuten angekommen und wir müssen uns wirklich ein bisschen sputen, die Folge zu beenden. Ich weiß nämlich, dass noch ein ganzer Teil auf uns wartet. Deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.